Hallo liebe Freunde, heute zeige ich euch, was ihr für Villa braucht, für Karpfen und Schleien. Erstmal sind wir auf unsere Routen hier. Wir brauchen angeschnittenen Krebs. Wir können Brot mitnehmen, brauchen wir aber nicht. Gruppenbrei könnt ihr mitnehmen für Rotaugen. Wir können Grießkugeln. Mit Honig ist sehr gut. Marshmallows könnt ihr, Teigbälle könnt ihr. Caster könnt ihr, gelbe Maden könnt ihr, Mückenlarven, Pikes, Regenwurm, rote Maden, Tausendfüßler, Wachswürmer könnt ihr alles mitnehmen, aber brauchen wir nicht. Heute zeige ich euch, wie man Karpfen und Schleim fängt. Let's go. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch, wie man ihn fängt. Schleie und Karpfen. Wir gehen. Hier seht ihr, wir haben einmal Krumm mit Honig für Karpfen. Und angeschnittenen Krebs für die Schleien. Und da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch, wo ihr hin müsst, wenn ihr die fangen möchtet. Wir gehen hier hin. Hier sieht schon mal eine Boje. Werfen wir mit 30 Meter aus. Einfach in der Mitte des Sees. Mit einem Einserhaken. Und hier auf Karpfen. Werfen wir 21 Meter aus. Jetzt steht's weiter. Ich habe die Ruten ausgeworfen. Jetzt müssen wir warten auf den Fisch. Da haben wir unseren ersten Fisch auf der Karpfenroute. Weiß nicht genau, ob es jetzt ein Karpfen ist. Kann auch eine Krausche sein. Oder es ist ein Karpfen. Und es ist ein Karpfen. Ein junger Spiegelkarpfen. 21 Meter ausgeworfen mit Krumm mit Honig. Hashtag 1-0 Haken. Auf der Schleienroute haben wir jetzt auch eine Schleie. Und da ist sie, die Schleie. Jetzt zeige ich euch, wo die sind. Punkte. Hier ist der Karpfenpunkt. Und der Schleimpunkt ist genau da, wo der Karpfenpunkt ist. Ihr müsst einfach nur 30 Meter auswerfen. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis bald. Ciao.